Herrliche Winterlandschaft. Endlich hat der Winter hier in der Wiltschinau Einzug gehalten. Schneit gemütlich, also gemütliches Wetter für ein Indoor-Video, würde ich sagen. Ja, jetzt ein kleiner Folder Knife Talk. Jo, servus Leute. Wie vorhin angekündigt, jetzt ein kleiner Knife Talk, ja, der sich einfach ergeben hat durch ein neues EDC-Taschenmesser, das ich mir angeschafft habe. Ja, die Hauptgründe, warum ich ein neues EDC-Messer habe, erfahrt ihr gleich. Ja, Gründe gibt es natürlich immer, wenn man einen Grund finden möchte. Aber ja, wie gesagt, gleich komme ich darauf zurück. Was mir noch entfallen ist, quasi, ist euch ein wunderschönes neues Jahr zu wünschen. Also Leute, ich wünsche euch wirklich von Herzen ein gutes, schönes, erfolgreiches Jahr 2024. Haut rein, lasst es euch gut gehen, ja, und genießt eure Messer natürlich. Und immer stets ein Taschenmesser oder ein Fixed dabei haben, Leute. Also, ja, jetzt mal generell zu EDC-Taschenmesser. Das ist für einen Messerfreund natürlich immer ein Thema. Ja, das ist einfach auch ein Hobby natürlich. Man beschäftigt sich gerne mit Messern und hauptsächlich mit EDC-Messern natürlich, weil man ein EDC-Messer, wie der Name ja schon sagt, Everyday Carry, jeden Tag dabei hat. Ja, und jeder hat so seine Vorzüge natürlich. Das hängt natürlich auch vom Beruf, vom Job ab, welches EDC-Messer für den einen oder anderen praktisch ist oder auch Spaß macht natürlich. Ein EDC-Messer, ja, soll natürlich auch Spaß machen. Man hat nicht den ganzen Tag normalerweise etwas zu schneiden damit und man befummelt auch sein EDC-Messer immer wieder mal gerne. Ja, und deshalb, wie gesagt, jeder hat so seine Vorzüge bei EDC-Taschenmessern. Oder auch fix natürlich. Ich bin nicht so der Freund geworden bei EDC-Messern, ja, der ein feststehendes Messer, also Everyday Carry Knife, Hauptschneidwerkzeug dabei hat. Muss ich sagen, Hauptgrund ist einfach, ich habe ja einige Sachen jeden Tag in meinen Hosentaschen verstaut. Ich bin auch nicht so der Gürtel- und Bauchtaschenfreund geworden, der seine Schlüssel etc. ja in einer separaten Tasche verstaut hat, sondern ich trage meine 7 Sachen einfach am liebsten in meiner Hose mit mir rum. Und deshalb, ja, nimmt einerseits ein feststehendes Messer mir etwas zu viel Platz weg. Da ist für mich persönlich einfach ein Taschenmesser praktischer im Alltag. Moment, Leute, ich muss kurz das Fenster kippen hier. In der Wohnung ist das relativ warm hier. Ja, deshalb jetzt mal zu den Taschenmessern hier. Das sind so ziemlich alle meine, ja, Taschenmesser, die ich derzeit besitze. Und Victorinox ist natürlich immer dabei, gilt aber bei mir nicht als Hauptschneidwerkzeug. Das ist, wie gehabt, in der linken Hosentasche verstaut. Ja, außer wenn es in der Freizeit mal in die Natur, in den Wald geht und ich möchte mir einen Stock absägen oder so, dann kommt meistens dieses hier mit. Fällt der Name von diesem Modell jetzt gerade nicht ein, aber jeder kennt natürlich Victorinox. Also, ja, am liebsten sind mir persönlich Einhand-Taschenmesser. Einerseits wohne ich in Österreich, da sind sehr verriegelbare Einhandmesser erlaubt. Erlaubt
das hier herumzutragen draußen. Praktisch ist für mich einfach, ja, dass man das alles schön easy in deiner Hand bedienen kann. Öffnen und schließen einfach. Das ist natürlich praktisch. Ich bin Rechtshändler, deshalb ist das Taschenmesser natürlich in der rechten Hosentasche verstaut und da ist es schon angenehm praktisch, wenn man das hier schön easy rausziehen kann in einer Hand. Hat es gleich griffbereit zum Öffnen. Ja, man kann es auch wieder in einer Hand schön easy dann verstauen wieder. Ja, es ist, das habe ich ja schon mal in einem Video angesprochen. Zum Zeigen habe ich jetzt hier ja, diese Jeans hier vorbereitet. Also, ja, jetzt nur mal kurz zur Erklärung, wer das noch nicht mitbekommen hat auf meinem Kanal. Hier, typisches Beispiel, Chris Rief Taschenmesser. Ja, man kann den Clip hier nicht umsetzen bei dem Rief Folder. Also das ist nur Tipp-Up zu tragen. Und wie gesagt, ich trage meine 7 Sachen im Alltag in meiner Hose mit mir rum. Und ja, das, da werden die Taschen relativ schnell voll, aber so viel habe ich jetzt nicht im Alltag dabei. Aber natürlich auch Schlüssel und die Schlüssel müssen dann auch wohl in der Hose verstaut werden. Und die verstaue ich ja, gewohnheitshalber immer rechts. Ja, also die Klinge, die Schneide hier schaut in diese Richtung. Das Taschenmesser ja, hat natürlich 2 Schalen hier und dazwischen befindet sich natürlich auch die Klinge. Die Schneide schaut jetzt in diese Richtung quasi und mir ist das beim Paramilitary 2 passiert, dass der Schlüssel dann hier reingewandert ist zwischen das Heft ja, und hat eine Macken bei der Klinge verursacht. Ja, muss natürlich nicht sein, ist schade um die Schneide logischerweise. Das will ich einfach vermeiden. Ja, und deshalb sind die Taschenmesser wieder ein Thema für mich geworden. Hier beim Para 2 kann man den Clip eben umsetzen, habe ich gemacht. Wie ihr seht, normalerweise trage ich meine Taschenmesser schon am liebsten tipp-up. Habe ich jahrelang gemacht, bis mir eben hier ein Schlüssel reingewandert ist und mir hier die Klinge, ja, die Schneide etwas kaputt gemacht hat. Ja, wie gesagt, so ist es einfach. Das Handling am sympathischsten, wenn man das Messer tipp abträgt, hat es gleich griffbereit zum Öffnen und so weiter. Ja, aber wie gesagt, die Erfahrung mit dem Schlüssel habe ich eben gemacht. Und irgendwo muss ich den Schlüssel verstauen. Links habe ich den Geldbeutel verstaut in der Jeans. Ja, mal schauen, vielleicht finde ich eine andere Lösung bezüglich Schlüssel. Aber wie gesagt, hier den Clip umgesetzt. Und dann ist das Messer eben so in der Tasche verstaut. Unangenehm ist hier jetzt aber das Stimping beim Para 2. Man streift ja immer wieder dann beim Reingreifen, wenn man einen Schlüssel braucht oder sonst was. Dann wetzt sich hier die Haut. Ja, etwas unangenehm und so weiter. Nicht optimal. Und deshalb ja, habe ich mich umgeschaut und nachgedacht über ein neues, passenderes EDC-Taschenmesser. Also, hier ist das gute Stück. Ja, hier sieht man den Modellnamen auch schön. Spyderco Endura hatte ich einmal oder zweimal bereits. Ich bin wieder auf die üblichen Folder
zurückgekommen, weil ich nicht so ein Freund vom Backlog war, sage ich mal. Ja. Hier erkennt man jetzt natürlich den Unterschied, ja, zu den Framelock oder Linelock Taschenmessern. Hier beim Backlog, bei dem Backlog Folder ist die Rückseite hier, der Rücken, schön geschlossen. Und hier kann natürlich jetzt kein Schlüssel mehr reinwandern. Und ich kann das Taschenmesser schön tip up tragen. Die Klinge ist schön geschützt. Ja, das ist für mich wirklich jetzt ein Vorteil und sympathisch. Wie gesagt, schön easy zum Ziehen, man hat es gleich griffbereit zum Öffnen in der Hand. Ja, und generell ist das, war auch schon immer ein tolles Messer für mich, auch das Endura. Und an den Backlog her werde ich mich, denke ich mal, gewöhnen. Auch dazu muss man hier etwas Glück haben, dass man ein ja, sauber zentriertes Modell erwischt. Und hier hatte ich ja schönerweise Glück, dass die Klinge out of the box ja, schön zentriert gelegen ist. Ja, und das Endura, wie gesagt, also generell ein richtig, richtig tolles EDC-Taschenmesser. Einerseits natürlich durch die angenehm lange Klinge. Hier hat die Klinge, wie ihr seht, ja, 9 cm verfügbare Schneide. Das gehört auf jeden Fall zu den großen Taschenmessern. Ja, aber es ist nach wie vor schön schlank, richtig angenehm rumzutragen im Alltag. Ja, Spyderco typisch einfach, das liebe ich bei Spyderco. Mega ergonomische Taschenmesser. Da merkt man sofort, da ist nichts Überflüssiges verbaut. Das sind einfach extrem gute Schneidwerkzeuge. Wie beim Barra 2 natürlich. Liebe ich auch nach wie vor. Ja, man sieht auch etwas den Unterschied von der Klingenlänge her. Circa einen Zentimeter mehr verfügbare Schneide hier. Ich blende jetzt, ah sorry, das mache ich später Leute, ein ganz kleines Video von einem, ja, wo ich einen Kuchen schneide, kommt im Anschluss dann einfach dazu. Ja, die lange Klinge ist wirklich angenehm, vor allem für Lebensmittel, Zubereitung und so weiter. Und sie ist super leicht, aber trotzdem recht robust. Kommt es daher, Stahllein natürlich verbaut, skelettiert natürlich auch und ihr seht, ja, es geht schön tief rein zwischen die Schalen. Also man kann damit auf jeden Fall gut schnitzen damit und auch sonstige Dinge. Ja, VG10 Stahl. Das Endura gibt es auch in einem ja, etwas härterem Stahl auch. VG10, ja. Ich muss sagen, ich mache im Alltag keine harte Arbeiten damit. Üblichen EDC-Aufgaben eben und VG10 Stahl, ja. Ich merke da für mich jetzt persönlich dann kaum einen Unterschied zum härteren Stahl. Der lässt sich natürlich einfacher nachschärfen. Ja, EDC-freundlicher Stahl, wie ich finde, ziemlich rostfrei eben. Okay, ich habe jetzt, denke ich mal, ziemlich alles wiedergegeben, warum ich jetzt ein Spyderco Endura habe, Backlog. Ja, habe ich schon lange nicht mehr als EDC gehabt. Und ja, ich freue mich, das zu verwenden. Es macht einfach auch Spaß, so ein praktisches Messer zu benutzen. Extrem scharf out of the box. Fällt mir immer wieder auf bei Spyderco. Die liefern ihre Messer
sehr, sehr scharf aus. Okay, Leute, danke fürs Zusehen. Jetzt im Anschluss noch ein kurzes Video, wo ich damit einen Kuchen schneide. Just for fun einfach. Vorher gefilmt. Leute, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.